Julia 0391, du warst Erste. Herzlich willkommen bei unserem wunderbaren Essen- und Trinken-Quiz. Winston, alles gut? Oh ja, ich habe mich schon kurz verschluckt. Hallo aus Goslar, schreibt da jemand. Shalom, schreibt jemand. Tag auch, ja. Lieben Gruß an meine Zecke, schreibt Rate Luder FC Köln. Grüße aus Hannover. Mein Gott, ganz Deutschland ist wieder dabei und guckt uns heute zu, wie wir was Spezielles machen heute. Heute wird es wirklich sehr Spezielles. Ja, hallo aus Oberfranken, wunderbar. Ihr könnt aber schreiben, ihr wisst ja, Essen und Trinken Quiz. Schreibt mal gerne rein euer Lieblingsessen. Oder Lieblingsrezepte. Oder Lieblingsrezepte, genau. Würde ich mich sehr, sehr gern freuen, ob man hier sieht. Eine Inspiration. Ja, ist ja nicht immer so leicht, das richtige Essen zu finden, was man so gern isst und alles, ne? Pizza, Pommes, Hummer. Manta-Platte habe ich da gelesen. Lasagne, Milchreis, okay. Okay. Nudeln, Pommes aus dem Backofen. Das ist auch nicht schlecht. Hallo Winston und Jan-Suppe, hat jemand geschrieben. Ja, alles klar. Crepe ist natürlich lecker. Käsespätzle, das ist auch gut. Sauerbraten, reine Schad. Insektenburger habe ich da gesehen. Oh Gott. Das ist nicht so mein Ding. Aber bevor wir loslegen, gibt's was Leckeres für die Augen. Herzlichen guten Abend, meine lieben Leute. Willkommen in unserer Küche hier. Mein Name ist Jan Tauer. Ich bin heute der Chef de Cuisine und mit mir dabei mein Sous-Chef, der Winston. Hallöchen, Winston. Hallo, hallo. Wie gut bist du in der Küche? Also, ich finde, ich bin ziemlich gut in der Küche. Ich liebe es zu kochen. Es macht mir tierisch Spaß. Sehr gut, sehr gut. Mir auch. Und natürlich heute, wie gesagt, 12 Fragen rund um das Thema Essen und Trinken. Also, es wird eine wunderbare Show. Vor allen Dingen bekommt man noch ein bisschen Appetit auch bei 12 leckeren Fragen. Bis Frage 7 könnt ihr natürlich den Rettungsring benutzen. Und denkt auch bitte dran, heute, jetzt ist die letzte Chance, um Punkte zu sammeln für unser Wochenfinale, was ja heute Abend ist. Um 5:39 Uhr, wo bringen wir euch dahin? 300 Euro im Preisbon für jeden, der mitspielt, einen Rettungsring. Und wie gesagt, haben wir eine super spannende Woche vor uns, liebe Leute. Also das wird so interessant, glaubt es mir. Und 400 Euro, wenn ihr euch mit Essen und Trinken auskennt. Bum, 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 bum. Und dann würde ich, warte mal, warum liegt da Stroh, fragt jemand. Das weiß ich auch nicht. Buk, buk, buk. Liebe Leute, ich habe die Kochschürze an und ich denke mal 13.000 andere Leute sind bereit für die erste Frage. Ich drücke euch die Daumen. Toi, toi, toi. Was gehört nicht in eine traditionelle Lasagne? Hackfleisch, Gurke, Nudelplatten oder Parmesan? Interessant. Und was ich auch mal toll finde, bei Freshman lernt was dazu, weil ich dachte zuerst, das hier wäre eine Gurke gewesen. Ist es aber nicht, Winston, was ist das? Das ist eine Zucchini. Zucchini, richtig. Und das, was natürlich nicht in einer normalen Lasagne ist, ist die Gurke. 13.081 Leute wussten das. Sehr gut. Wir haben einige Kochkenner dabei. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Liebe Leute, das ist eine 50-50 Frage, auch eine sehr interessante. Ich bin mal gespannt. Frage 2 kommt hier, viel Glück. Was ist das beliebteste Gemüse in Deutschland? Sind das Tomaten oder ist das Blumenkohl? Könnt ihr auch gerne mal im Chat schreiben, was ihr so an Lieblingsgemüse habt. Winston, was ist dein Lieblingsgemüse? Oh, ich glaube, es ist Paprika. Paprika oder Rucola-Salat. Paprika haben wir auch dabei. Finde ich auch übrigens super lecker. Das beliebteste Gemüse der Deutschen ist aber übrigens, oder sind, die Tomaten. Da haben wir auch Blumenkohl. Ja, ein paar Blumenkohl-Liebhaber hier. Rettungsring benutzen. Und wenn ihr noch nicht hungrig seid, dann werdet ihr nach dem Video bestimmt hungrig. Guckt euch das. Was wird denn hier hergestellt? Ist das Guacamole? Ist das Hummus? Ist das Ketchup? Oder ist das Senf? Ja. Man hat es gesehen, da wurde ja Zitronen, extra natives Olivenöl und vor allem Kichererbsen. Weil die Kichererbsen ist die Grundzutat, die man dafür braucht, wenn man das mal was zu suchen. Und zwar Hummus.
Und das wussten 10.606 Leute sehr, sehr gut. Easy, easy. Mhm. Ihr könnt, wie gesagt, weiter fleißig schreiben, was ihr hier gerne für Lieblingsgerichte habt und so. Dann versuchen wir das alles mal mitzunehmen in die nächste Frage, liebe Leute. Und die Frage 4 kommt hier. Wie viel Kilogramm Lebensmittel pro Kopf landen jedes Jahr in Deutschland im Müll? Sind das 7,5 Kilogramm oder sind das 75 Kilogramm? Wenn man sich das mal so vorstellt, also wie viel, selbst 7,5 Kilogramm ist wirklich eine Menge Essen, die weggeschmissen wird. Mhm. Und noch einmal, HelloFresh, die sorgen dafür, dass alles angewendet wird, also keine Verschwendung mehr von Essen. Und das Kuriose ist, 75 Kilogramm werden jedes Jahr pro Kopf Essen landet im Müll. Das ist ja ein Wahnsinn. So viel. Wirklich, also da tut mir der Seele weh, wirklich. Und die meisten wussten das auch. Traurig immer war, dass das so viel weggeschmissen ist. Aber das werden wir zusammen ändern, HelloFresh. Frage Nummer 5 geht los hier. Wie nennt man ein Rinderfilet, das im Blätterteigmantel zubereitet wird? Buckingham, Wellington, Windsor oder Kensington? Interessant. Und das Fleischgericht war schon seit dem 19. Jahrhundert in mehreren deutschsprachigen Kochbüchern vorhanden. Abwandlung vom, jetzt muss ich das kurz ablesen, Filet Bœuf de Couette. Oh, wow. Oder Couette. Und du hast dann Ich habe ein kleines Inspirationsvideo von HelloFresh hier für eine vegetarische Alternative. Zeig uns das gerne. Das heißt, ja, Wellington ist die richtige Antwort, liebe Leute. 8.058 Leute wussten das. Sehr, sehr gut. Weiter geht's zur 6. Frage. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr euch da auskennt, liebe Leute. Wie heißt ein Salat aus Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl? Caesar, Calamari, Carpaccio oder Caprese? Winston, Caesar-Salat, hast du schon mal gegessen? Habe ich schon mal ein paar Mal gegessen. Sie haben natürlich mit Salat, mit kleinen Croutons, mit so einem Caesar-Dressing und manchmal auch Hühnerfleisch dazu. Genau, Carpaccio ist dieses ganz, ganz fein geschnittene Fleisch, ne? Und ist roh, ne? Aber das Versuchen bedeutet auf Italienisch zu Capri gehörend und das ist Caprese. 7.040 wussten das. Und jetzt gehen wir in die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring noch benutzen könnt. Und da drücke ich euch natürlich die Daumen. Und ich glaube, das kriegt ihr hin. Ja. Frage 7 kommt hier. Welche italienische Speise ist UNESCO-Weltkulturerbe? Neapolitanische Pizza, Tiramisu, Parmaschinken oder Saltimbocca? Mhm. Ja, ja. 7 Millionen Pizzen werden jährlich in Italien gegessen. Die Kunst der Pizzaioli, also der Pizzabäcker von Neapel, ist von der UNESCO als Weltkulturerbe der Menschheit anerkannt. Also neapolitanische Pizza ist richtig. 5.310 Euro, ein paar Parmaschinken. 2.200. Ja. Das war schon nicht so leicht. Jetzt müssen das die Leute wissen, aber egal. Frage Nummer 8 kommt direkt hinterher. Kein Rettungsring mehr. Was ist eine Cherimoya? Indische Hühnersuppe, karibische Gewürzmischung, Grillmarinade oder tropische Frucht? Interessant. Ist eine Pflanzenart der Anonengewächse, ursprünglich aus Südamerika. Stammend wird die Cherimoya als Obstbaum in den Subtropen und in höheren Lagen der Tropen angebaut. Und deshalb ist es natürlich eine tropische Frucht. 3.426. Da muss man so einen kleinen Pfosten raus reinhalten. In der Küche wird kein Fußball gespielt. So, weiter geht's. Denkt dran, Quizmaster, die rausgeflogen sind, könnt ihr den Code für 80 Euro nutzen, liebe Leute. Und wir machen weiter mit der 9. Frage und die lautet wie folgt. Welche Aussage über Buttermilch stimmt? Rötliche Farbe, Nebenprodukt der Schlagsahneherstellung, maximal 1% Fettgehalt oder enthält Ballaststoffe? Buttermilch, ist jetzt nicht mein Favorit, wenn ich ehrlich bin. Ist ein Nebenprodukt von Butterherstellung, ne? Kann sein, ich weiß es nicht, aber das, was auf jeden Fall da stimmt, ist, dass sie wirklich nur 1% Fettgehalt hat. 2.269 Leute. Uiuiuiuiui. Letzten drei Fragen, liebe Leute. Wir haben, das kann ein guter Potthot werden. Mhm. Bin mal gespannt. Frage 10 kommt hier, viel Glück. Was bekommt man serviert, wenn man in einem indischen Restaurant Kulfi bestellt? Brot, Lamm mit scharfer Soße, Eiscreme oder Teigtaschen? Grüße aus Hamburg an Jolina in Erlangen, sagt der Papa Bix. Alles klar. Brot, wie nennt man das denn in
Indien oder dieses indische Brot, wie heißt Naan. Das? Naan. Naanbrot, genau. Und das, was wir suchen, ist ein gefrorener Nachtisch, gerne mit Pistazien auch gegessen. Also Eiscreme ist die richtige Antwort. 882 Leute sind noch dabei. Das kann ja heute wirklich lustig werden. Aber wir haben noch 6600 im Chat. Also ihr habt ein ganzes Fußballstadion, das euch zuguckt. Vor der Frage 11 gibt es ein Bild. Guckt genau hin. Na, alle Squid Game Fans müssten das eigentlich kennen. Ja, und die Frage hierzu. Wie heißt diese koreanische Zuckerspezialität? Gochujang, Kimchi, Baesuk oder Dalgona? Squid Game, das stimmt. Da war dieses Spiel, da mussten die das ja rausschneiden, ne? Irgendwie mit so einer Nadel. Ja. Verraten, Kimchi ist ja fast wie ein koreanischen Sauerkraut mit ganz viele Chili und Ingwer drin. Richtig. Sehr, sehr lecker. Stimmt. Aber das Versuchen ist Dalgona. 358 Leute haben wir noch dabei. Und die geben uns in die letzte Frage. Frage 12. Was isst man, wenn Frangipane serviert wird? Mandelcreme, Hühnchenkebab, gefülltes Ciabatta-Brot oder Erdbeersoße? Interessant. Hast du schon mal Frangipane gegessen oder bestellt? Hast du schon mal gemacht? Ja, einmal. Und war lecker? War sehr lecker. War das sauer? Nee. War das salzig? Es war süß. Süß, genau. Und das Versuchen ist süße Mandelcreme. Und wie viel haben wir? 281 Gewinner. Gucken wir uns mal ein paar Gewinner an. Und zwar 1,42 Euro gehen an Guest 65. Beliebiger Spieler, Würfel, Zyromil 089, Daria Tower. Aha. Oh, hallo. Jockey 60, Anja N81, Burschia, Biene, Dorio 1954 und Tante Esmeralda. Herzlichen Glückwunsch. Winston, wir sehen uns ja gleich wieder für alle, die sich qualifiziert haben fürs Wochenfinale. Und ansonsten nächste Woche, glaub mir, es wird eine sehr spannende Woche. Wahnsinn. Vielen Dank für heute Abend und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ja, sehr schön. Mal 1,42 gewonnen. Das ist ja für meine Verhältnisse relativ viel sogar. Na, dann wollen wir mal gucken, was gleich das Zusatzquiz sagt. Ich bin da mal gespannt. Na dann, bis gleich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.